Okay. Das ist schon mal interessant. Okay, da sehen wir die Steuerung. Tab ist die Map. Ich habe keinen Mauszeiger-Chat. Okay, man kann auch mit den Pfeiltasten. Damit kann ich rumblitzen. Damit kann ich hüpfen. Die Kamera verfolgt uns. Okay, wir können die Kamera wegblasten damit. Hier können wir unten durch. Okay, den muss man nur lang genug gedrückt halten. Kann ich darüber laufen? Also visuell finde ich das schon mal schick. Hier kann ich jetzt anscheinend nichts tun. Ich kann auch tatsächlich die Lautstärke nicht ändern. Chat. Glücklicherweise ist das Spiel nicht so laut. Eine Controllersteuerung sehe ich hier jetzt noch nicht. Bis jetzt gibt er mir nur Maus und Tastatur an. Witzigerweise. WASD dranbleiben. Ich kann auch mit der Leertaste springen. Okay, das reagiert irgendwie, aber ich weiß noch nicht. Kann ich da hoch? Okay, anscheinend nicht. Kann ich hier runter? Ja. Keule baut weiter an seinem. Das war doof. Da öffnet sich eine Tür, da können wir rein. Sweet. Ich mag den Look, also die Visuals sind geil. Okay, damit können wir Sachen wegblasten. Ich weiß noch nicht, was das für einen Sinn hat, das Zeug wegzublasten. Hallo Katzenfällchen, aber wir sammeln damit anscheinend, würde ich mal meinen, irgendwas ein. Was bist du? What are you? You don't look friendly. Den kriege ich aber, glaube ich, leichter. Ich weiß nur nicht, ob der irgendwie auf mich reagiert, Chat. Okay, das haben wir jetzt eingesammelt.
Okay. Da unten geht's aber irgendwie runter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Keule hier wegblasten kann. Anscheinend ja. Okay, das vertragen wir nicht. Und da können wir anscheinend auch nicht... Au. Okay, wir können mehr von diesen Kristallen einsammeln. Okay, hier unten können wir jetzt nicht weiter. Ich höre hier so einen Husten und... Okay. Jetzt kann ich hier gerade nicht weiter und nicht... Ah, hier kann ich zurück, okay. Die Gegner scheinen auch nicht so krass schnell, wie also zumindest. Das blaue Zeug können wir auch irgendwie nicht zerstören, Chat. Okay, hier ist eine Tür, die ist noch zu. Ah! Da wollte ich noch gar nicht runter. Okay, diese komischen Lampen kann ich auch ausdengeln. Au. Okay. Können wir rein, da gehen wir aber noch nicht rein. Hallo Cam. Kameras sind irgendwie ungeil. Das habe ich schon gelernt. Okay, da geht's wieder hoch. Mal gucken, wo uns die Tür hinführt. Okay. Interesting. Das ist sehr erkundungsfreudig, das Spiel, Chat. Das Geschepper wird lauter. Okay, die Dinger kann ich wohl nicht... Sind wir da oben eben lang? Maybe.
dieses Spiel führt einen aber auch absurd weit weg. Da ist ein Schrank zum Öffnen. Okay, die. Okay, hier wird's lauter. Okay. Nein. Es verändert sich auch irgendwie die Lautstärke der Musik-Chat. Du landest auf jeden Fall wieder am Anfang. Sweet. Was haben wir das letzte Mal zuerst gemacht? Sind hier unten lang? Die Cam bleibt weg. Interessant. So. Jetzt gehen wir hier unten durch. Kann ich dann eigentlich das Ding auch wegblasten? Ja. Wieder hoch. Dann können wir da raus. Plattformer ist jetzt nicht so unbedingt meine Stärke, das stimmt schon. Aber ich finde Plattformer, also obwohl ich nicht gut in Plattformern bin, sind die halt oft einfach schön. Wie war das hier? Okay, die Sachen kommen anscheinend nicht wieder. Die ist noch zu. Nein. Hier waren wir, da konnten wir hier durch. Dann sind wir hier rausgekommen. Hier war der Fahrstuhl. Es wäre aber schön, wenn das Spiel mir irgendwann mal erzählen würde, wieso ich meine, ich finde meine Lichtkopfnüsse ja super. Nein, meine Glitzersteinchen. Gehst du weg? Da ist eine Tür, Chat. Da ist eine Tür. Und die sieht offen aus. The world and lets them discover its law by themselves. Simply by observing. Nein. Au!
Ich will nicht so dicht dran. Nicht zu. Ich kann jetzt viel Lichtsteinchen einsammeln, das ist cool. Das Ding kann ich nicht wegblasen. Ah, hier landen wir wieder hier. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. So, und wir haben offensichtlich noch nicht alles gesehen da. Da oben ist schon wieder so ein Bastel-Idiot. Nicht der gleiche Bastel-Ede, bei dem wir schon waren, oder? Die Tür ist zu. Ha! Haha! Erwischt, Chat, erwischt! Theana, hi! Ist super schön. Heißt Selini. Ist eine Demo? Die habe ich gestellt bekommen. Da sind. Okay, da ist eine Tür, aber wir sind hier meinem Empfinden nach noch nicht fertig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Ding über einen Controller sich. Ja gut, das ist jetzt nicht schlimm. Das ist ja schon. Diese runterfallenden Pineapples da oder Darts. Here we are. From the beginning, Chat. Gut, dass der Shit nicht mehr respawnt. Ja, wenn man drauf achtet, wenn man drauf achtet. Traumfalke just said it right. Wenn man drauf achtet. Der hat aber manchmal noch so eine leichte Nachtdrift, der Bruder. Also, da, ne? Das Ding hat schon so Physics. Der ist auch schon leer, also wir brauchen quasi nicht nochmal los und, diese Energiespeicher absuchen. Den Ede haben wir letztes Mal auch nicht lang gemacht und da kommen wir auch nicht mehr hin. Double Jump haben wir auch nicht. Also für eine Demo ist es schon. Und ich finde diesen Cyberpunk Industrial Minimalismus Look halt
Echt. Okay, da oben geht's nicht weiter. Da konnten wir anscheinend nur Ede platt machen. Hier sind wir letztes Mal runter. Nein. Gehst du weg. Böses Blubberding. Fies. Hier durch. Ja, hier waren wir letztes Mal. Also Knopf. Falki ist besser mit Spielkategorien als ich. Au, doof. Au. Okay, merken, da runterfallen jetzt nicht so geil. Ach, jetzt check ich das. Guck mal, je mehr ich von diesen Pixeln verliere, umso angeschlagener bin ich. Und wenn ich dann diese goldenen Lichtkugeln einsammle, wird das weniger. Da ist ein Durchgang. Fancy. Nein. Ja. Hm? Das ist der lustige Part an der Demo. Der fängt immer wieder am Anfang an. Chat. Mein Problem ist, wie man sieht, wenn ich zu oft am Anfang anfange, dann will ich mal ganz schnell wieder dahin, wo ich draufgegangen bin. Und dann werde ich hektisch und mache Fehler. Weil jetzt im Moment, guck mal, verliere ich gar keine von diesen schwarzen Pixeln. Oder fast keine. Und wenn ich diese goldenen Lichtsteine einsammle... Dann, je mehr ich von diesen goldenen Lichtsteinen einsammle, umso fitter bin ich. Auf dem CMP-Discord einen Clip, okay, funky. So, bevor wir da jetzt... Hier haben wir uns letztes Mal nämlich nicht umgeguckt. Und ich glaube, das gibt irgendwie... Ein Bonus. Thank you.
wenn du diese Kameras wegbangst. Nein. Au, 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 au. Hier ist eine andere Tür. Okay. Gucken wir mal. Ist es ja wohl auch, so wie ich das sehe, gut. Was ist das? Okay. Nein. Ah, Pfeil nach oben. Jetzt bin ich schon wieder so angeditscht. Hey, das ist nicht fair. Dass man hier einfach runterblimst. Das ist nicht fair. Oh, was bist du? Was bist du? Okay. Oh, hi. Oh, das ist ein Heal. Guck mal. Jetzt bin ich wieder gesund. Chat. Geil, man kann diese Schränke öffnen, um hier Sachen zu finden. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Jetzt finde ich, aber ich will dem Schmetterling hinterher. Oh, wir sind draußen. Kommst du mit? Thank you.
Oh, jetzt hat er mich entdeckt, jetzt wird er aktiv. Da musst du schnell sein. Got it. Tür. Okay, da unten ist ein Wobbel. Der kommt direkt zu uns. Das ist... Okay. Bis später, Hunter. Ich fighte hier noch ein bisschen mit dem Spiel. Wollen wir uns das wahrscheinlich auch nicht mehr ewig angucken. Okay, direkt die nächste offene Tür. Da komme ich noch nicht ran. Also es ist auf jeden Fall, also ich finde, es ist ein schönes Spiel. Minimalistische Steuerung, ja. Aber sehr schöne Visuals. Wait? Ah, okay, und das kann mich jederzeit treffen. Au. Au. Okay. Ach, das ist der Speicherpunkt. Chat. Das. Ah, wenn wir diese anderen Bots finden, dann speichert der da. That's nice. Okay. Got it. Au. Au. Lass mich in Ruhe, Arschlochkanone. Alter. Das Ding ist mies, Chat. Mies. Was gibt es hier? Life is... 203, aber... Nein, mein Life. Don't go away. Ach, hier ist noch ein Spind. Ein Spind mit nix drin, super. Ey! Aha. Was hier unten? Hier unten ist nur eine... Fall hier nicht runter, Idiot. Nein, 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 nein. Ach, scheiße.
Okay. Und von hier? Geronimo! That's loud. Da unten ist schon mal eine Tür. Hier ist auch eine Tür. Oh, da hinten war ein anderes Laufdingsi. So wie ich. Hey, Laufdingsi! Hallo? Speicher acknowledged. Okay, dafür haben wir anscheinend noch nicht genug Power oder so. Da oben kommen wir noch nicht ran. Sitzt da wer? Ist das jetzt gut? Wir haben uns gerade weggekanont. Läuft bei dich, Spiel. Au. Also die Welt ist kein... Das ist hier kein Pony-Schlecken. Da gehen wir mal weg. Okay, das ist ein abgestürztes Flugzeug. Ja, yeah. Also was auch immer hier abgegangen ist, ist mächtig abgegangen. Hier muss ich schnell genug drücken. Okay, wie? Okay, hier geht's und also, nee. Da ist eine andere Tür. Es kann natürlich auch sein, dass hier irgendwann so ein Zustand kommt, wo die Demo sagt, hier kommst du nicht weiter, Brudi. Von da kommen wir. Nein! Ah! Ah! Dieses Hustorgasmus-Gestöhne hier ist auch irgendwie besonders. Oh. Interessanter Mechanismus. Da kommen wir nicht rüber. Sehr interessanter Mechanismus. Impressive.
Okay, hier kann ich jetzt nichts tun, Chat. Der da drüben hat eine Kanone und ich nicht. Das ist voll unfair. Ich weiß halt auch, wie gesagt, nicht, wie weit die Demo mich kommen lässt. Oder wo da Schicht ist. Jetzt kommt gleich wieder die Baller mich weg Geschichte hier. Spring, du Sack! Alter! Wieso ist hier auf einmal noch eine? Moment! Wieso hat die sich umgedreht? Das hat die eben nicht gemacht. Ich fand die dreht sich nicht um besser. Hier unten ist hier irgendwo. Oh! Chat! Untenrum geht was. Ist auch geil. Das hat nichts, außer eine Tür. Au! Da wollte ich vielleicht jetzt gerade mal nicht lang. Ich gucke mich jetzt mal hier unten um. Ich würde sagen, kannst du mal Stopp, Budi? Also ich finde das Level-Design hier äußerst interessant. Chat. Weil das so völliger Wild Mix ist. Das ist halt so non-linear. Weiß nicht, wie ich das anders. Ich hoffe nicht, dass dieses Spiel dazulernt. Ich bin ein beschissener Plattformer-Spieler, dementsprechend muss das Spiel dann nicht viel lernen. Das Spiel ist zu leicht. Na. Woran leiden Sie chronische Stöhnhusten? Okay, cool, hier ist nix. Und hier sehen Sie immer nix. Haltung annehmen, Toxic hat nicht ganz unrecht. Da ist eine Tür, nice. Dramatische Musik ist dramatisch. Wieso bewegt sich... Nein.
Okay, da können wir nicht durch. Au! Nein! Chat? Nee? Uff. The fuck? Was geht denn hier ab? Bruder. Lass doch mal drüber reden. Wir können doch über alles sprechen. Ich gebe Mineralwasser aus. Ich komme in Frieden. Du, ich, ein kleiner Eistee. Alles gut. Da ist eine Tür. Erstmal gucken wir hier unten. Diese Tür führt nämlich zu Autschen. Ich habe auch langsam das Gefühl, dass hier inzwischen alles zu Autschen führt. Weiß ich aber nicht. Kriege ich den kaputt, wenn ich da jetzt einfach reinknall und so viel wie geht? Oder auch nicht. Okay. Aber anscheinend kann ich dem ja also Damage tun. Hä? Das ist eine Vermutung? Okay. Das Problem ist, das macht er ja aber nicht. Achso, und da geht's ja nicht weiter. Da waren ja nur die Kisten und dies, das. Thank you.
Okay, nee. Da komme ich jetzt auch nicht so schnell durch. Aber unabhängig davon, wir haben jetzt eine... Wie lange haben wir das jetzt gespielt? Jetzt ist es 17 Uhr. Das heißt, jetzt haben wir das bummelig eine Stunde gespielt, würde ich sagen. Ist für mich okay. Wir geben den... I give it a try. Einen Versuch machen wir noch. Ob Falkis Idee da arbeitet. Ich glaube, ich muss hier runter. Durch die Tür. So. Das heißt, wir laufen da hin, wir können da nicht durch. Dann starten wir Kollege Sprachus hier an. Au. Scheiße. Ja, ja, das könnte aber anscheinend, könnte das so tatsächlich. Falki hat anscheinend nicht Unrecht. Jetzt haben wir das Problem, ich bin nicht sonderlich gut, was Plattformen angeht, aber... We can maybe do this. Yay! Ach, scheiße. Nee.
Nee. Au. Okay. Okay, Chat. An dieser Stelle ist für mich okay. Ich bin jetzt nicht so hardcore der Plattformer, aber geiles Game. Also finde ich schön. Da prügeln wir uns jetzt vielleicht nicht durch. So. Ich check so langsam, wie das funktioniert. Nur nachher, sobald über diese dritte Wave kommt, ich denke, ab da kannst du den auch. Ich habe irgendwo zwischendurch mal echt viele Frames verloren und ich habe keine Ahnung warum. Und ich verliere immer noch Frames. Wie kommt der Stream bei euch an?